Willkommen im Lager. Ja, und damit wieder willkommen zurück zu Arcania. Wir sind hier in der Höhle, in der wir den Dolch holen wollen für Ivys Vater. Oh, da sind doch direkt schon ein paar entkräftete Mole Rats, die uns daran hindern wollen. Ich weiß auch nicht, wer jedes Mal hier wieder an den Mole Rats vorbeikommt, um den Dolch dahin zu legen. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass dieses Ritual ein bisschen komisch ist. Achso, ich kann hier auch noch plündern. So, wir haben Melgans Dolch. Das muss man hier anscheinend auf Fischhöhe tun, wenn man die Tochter eines Bauern heiraten möchte. So, die können wir nicht einsammeln, die Pilze. Oh, ich habe ein Schild. Den habe ich, glaube ich, automatisch ausgerüstet. Okay. So, jetzt können wir natürlich... Jetzt weiß ich nicht, ob wir den Weg wieder zurückgehen sollen oder ob wir einfach mal weiter hier hochgehen. Ich gehe einfach mal weiter hier hoch, um zu entdecken, was es dort gibt. So wie das sonst bei Gothic auch... Also wie ich das da sonst auch tun würde. Aber in dem Spiel gibt es wirklich nicht so viel zu entdecken tatsächlich. Das ist eigentlich immer eine straight Linie, die man hier läuft. So, da haben wir auch nochmal einen versenkten Mollet. Ich glaube, das ist der letzte, den wir töten müssen. Für den... Wie hieß der? Knut? Oder haben wir die alle schon getötet? Kann natürlich sein, dass wir die alle schon getötet haben. Ah, hier ist auch wieder eine schöne Aussicht. Das weiß ich auch nicht, ob das jetzt klug wäre. Kann ich eigentlich schnell speichern? Ja. Gut, dann springe ich einfach mal hier rüber. So. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und wir sind eigentlich hier wieder beim... Eingang, genau. Das ist tatsächlich eine typische Abkürzung, sowas, was man auch in Skyrim häufig findet. Das ja wirklich irgendwie bei jeder Höhle war. Ne, ich wollte eigentlich das Ding hier einsammeln. Muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Habe ich es eingesammelt? Ja, habe ich. Okay, alles klar. Gehe ich mal weiter. So, ich bin nochmal gespannt, wann ich die erste Rüstung kriege hier. Ich habe ja noch gar nichts eigentlich hier an Rüstung. Ich bin nur noch Stufe 1. So, dann liefere ich auch mal die Quest ab. Also das Skillsystem funktioniert hier wesentlich anders als in den anderen Gothic-Teilen. Also das ist schon sehr simpel. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erwähnt hatte. Oh. Du bist wieder da. Ja. Hast du die Mole Rats erschlagen? Kann es sein, dass Groma dich auch zu Melgans Grab geschickt hat? Warum? Warum sollte ich diese Frage stellen? Kann es sein, dass Groma dich auch zu Melgans Grab geschickt hat? Wie kommst du darauf? Jemand hat einen Krug mit Galwachöl in der Gruft angezündet, um die Mole Rats nach draußen zu treiben. Verwendest du das Öl nicht, um Wildtiere von deinen Feldern zu verjagen? Und wenn es so wäre? Halt dich von Ivy fern, Knut, sonst bekommst du Ärger. Aha. Die Mole Rats sind tot. Deine Felder wieder sicher. Gut. Ein wenig Dank hätte ich schon erwartet. Ja, danke. Also der Held, der sieht ja auch ein bisschen so aus, als wäre der in irgendeiner Boyband. So, hier unten sehen wir auch... Na, jetzt habe ich hier keinen Mauszeiger. Dass wir 708 Erfahrungen haben von 1000. Das hilft uns schon mal dann direkt im Screen zu sehen, wann wir den nächsten Stufenaufstieg haben. So, dann geben wir mal Groma den Dolch ab. Was hat die denn gerade gehabt? Verdammter Krieg. Achso, okay. Ja, wo ist er denn? Ich glaube, da oben ist er. Warum ist der Ork jetzt hier? Alles gut? Ja. Okay. Der hängt hier nur ab. Hast du Melgans Dolch? Oh ja. Hier ist Melgans Dolch. Nun gut.
Die erste Prüfung war auch die leichteste. Was ist die zweite Prüfung? Du musst zeigen, dass du Ivy beschützen kannst. Willst du gegen mich kämpfen? Nein. Am Bergweiher hat sich ein Schmuggler bereit gemacht. Vertreib ihn von unserer Insel und bring mir seine Waffe als Beweis. Das Tor zum Bergweiher ist verschlossen. Wenn ich den Schmuggler vertreiben soll, brauche ich den Schlüssel. Ja, das stimmt. Hier hast du ihn. Und jetzt geh. Oh, Stufenabstieg. Aha, okay. Jetzt müssen wir den... Taghirte! Taghirte, ja. Ich bin auch wieder namenlos. Ich wollte gerade sagen... Ich wollte eher fragen, ob Chroma sowas wie der Bürgermeister hier ist. Ob das überhaupt gesagt wurde. So, wo kann ich denn jetzt eigentlich meine Punkte verteilen? Ich habe ja einen Stufenaufstieg gekriegt. Auf C. May. Beim Inventar? Nee. Obwohl, ich habe hier die Charakterwerte. Wo kann ich denn skillen? Auf welchem Knopf? Ich guck mal gerade bei den Optionen. Fähigkeiten auf K. Warum denn das? K wie Charakterwerte. So, ich möchte auf Fernkampf gehen diesmal. Ich habe das damals durchgespielt als Magier tatsächlich. Aber... Was ist das hier? Adlerauge? Ich kann hier besser zoomen. Fernkampfkraft und Mana. Okay. Disziplin ist Lebensenergie und Nahkampfkraft. Kampfgeist ist Ausdauerregeneration. Mehr Schaden. Aha. Nee, das ist mehr Schaden mit Nahkampfwaffen. Das oben ist aber auch mehr Schaden mit Nahkampfwaffen, aber eher auf Ausdauer. Fernkampfwaffen und verfüge über mehr Mana. Und Fernkampfkraft bei Heimlichkeit. Plus Lebensenergie. Okay, dann... Was ist das? Das ist alles Magie hier unten. Gleichmut, Dominanz und Inbrunst. Okay, Gunst des Adanos und Gunst des Belia, Gunst des Innos. Ach so, das sind die drei Götter dann. Ja, ich skill aber erstmal hier auf Präzision. So, ja, also man sieht, das ist einfach, man skillt hier einfach die Attribute hoch und schaltet dann hier Meilensteine frei. Hm, ja, das ist sehr, sehr simpel. So, wir sollen jetzt den Schmuggler verteidigen. Oh, Ivy kommt auf mich zugelaufen. Was ist los? Ich wollte euch belauschen, habe aber nicht alles gehört. Was will mein Vater jetzt? Er hat mir den Schlüssel gegeben, den du mir sonst immer aus seinem Nachttisch klaust. Warum? Ich soll Diego von der Insel vertreiben. Diego? Das wird aber schwierig. Ich red mal mit Diego. Vielleicht fällt ihm was ein. Mhm. Holztor, ja. So, da kommen wir dann auch durch. Und dann suchen wir mal Diego. Der soll am Weiher sein. Gegner sind hier, glaube ich, gerade keine. Ich hätte aber auch gern einen Bogen. Damit ich auch gut hier im Fernkampf mal kämpfen kann. Oh, Diego. Da bist du ja wieder, mein Freund. Was machen die blauen Flecken? Sind halb so wild. Na dann, willst du wieder trainieren? Würde ich gern, aber... Was aber... Das fand ich auch ganz schön, dass Diego wieder vorkommt. Auch sogar mit der richtigen Stimme. Und er sieht tatsächlich aus wie Diego. Und zwar aus der alten, also aus den ersten beiden Gothic-Teilen. Nicht so wie der in Gothic 3 aussieht, sondern tatsächlich haben sie hier echt ein gutes Gesicht für ihn gefunden. Groma hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem. Scheint so. Und was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Warum hat er überhaupt eine Machete? Der ist doch eigentlich eher der Bogentyp. Wird Groma den Trick mit der Machete nicht durchschauen? Ach was, der war noch nie selbst hier.
schickt immer nur Oruk, seinen Diener, um Sachen von mir zu kaufen. Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Nun, mein Freund, er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich deshalb. Oder er wollte, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Ah ja, so einer ist der Groma. Lass uns kämpfen. So, erstmal Diego vermöbeln hier. Mit einer Axt auf ihn einfach einhauen. So, aber wir konnten auch seinen Angriff abblocken. So. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Du wirst langsam alt. Ja. Gibst du mir jetzt die Machete? Sachte, sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Gegen wen soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Und ich bin zu faul, ihnen nachzulaufen. Erledige sie für mich. Dann bekommst du die Machete. Ich glaube, vor uns werden die nicht davonlaufen. So, ich meine, ich habe hinten ein paar Äpfel gesehen. Sind das Äpfel oder... Ja, das sind Äpfel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Held schwimmen kann. Nee, tatsächlich nicht. Der kann nicht weiter rein. So. Ich meine, die Goblins waren da unten am Strand. Ja, hat er, glaube ich, auch gesagt. Ja, da sind die auch schon. Die würde ich am liebsten jetzt mit dem Bogen aus der Ferne angreifen. Krieger des Buschklopferstamms. Oje, oje. Ja, wir hatten ja schon in Götterdämmerung komische Namen. Nein, das war nicht Götterdämmerung. Das hatte ich bei Torchlight 2. Diese ganz komischen Gegnernamen. Oh, ich bin verletzt. Was ist das? Auf 3 habe ich den Heiltrank. Okay. Ich habe die jetzt ein bisschen unterschätzt. So, und jetzt erstmal schön plündern. Eine Rune der 4 Winde. Ach, die kriegt man schon so früh. Okay, ja, die erinnere ich mich noch. Stimmt, man kann ja nicht rennen in dem Spiel. So ein bisschen Gold habe ich jetzt. Auf jeden Fall haben wir diese Rune irgendwo. Wo kann ich die denn ausrüsten? Achso, ich kann hier durchschalten. Okay. Bei Schriftstücke ist sie tatsächlich drin. Alles klar. Ich schmeiß die mal auf die 5 hier, dann kann ich nämlich zack hier rennen. Für eine kurze Zeit. Ich glaube, die frisst auch gar kein Mana. Oh, hier gibt's Schildkröten. Oh, das ist ja schön. Almas Bestes schon wieder. Warum höre ich eigentlich so viele Möwen hier gerade? Ja, jetzt sind sie auch weg. Okay. Ah, jetzt kommen sie wieder. Ich sehe leider keine. So, ja, super. Hier sind auch noch Sachen zum Mitnehmen. Ich sollte auch vielleicht mal diese Hanfbandagen in die Schnellleiste ziehen. Was haben wir hier irgendwas? Nein, nichts. Gut, dann einfach mal wieder zurück. Und dann hoffe ich mal, dass Diego mir die Waffe gibt. Ich glaube, für Groma sollte ich 3 Prüfungen schaffen. Ich meine, da wäre noch irgendwas mit Jagen gewesen. So, wo war er jetzt? Ach, da ist er. Ich bin schon vorbeigelaufen. Ich habe die Goblins erwischt. Sie sind tot. Jetzt, mein Freund, hast du bewiesen, dass du was gelernt hast. Dann gibst du mir die Machete? Ja, hier ist sie. Grüß Groma von mir. Ach nein, du hast mich ja von der Insel vertrieben. Tja, dann tschüss Diego. Und neue Quest, ganz ohne Bogen. Ja, wo kommt denn jetzt die Quest hier auf einmal her? Hat mir doch keiner gesagt, dass ich jetzt noch einen Bogen holen soll. Oh. Ah ja, hier kommen jetzt die Gegner. Alles klar. Sonst wird es ja langweilig. Krieger des Buschklopferstamms.
bin ja noch am Gucken. Ah ja, stimmt. Das Rollen war ja auf der Maustaste. So. Ja, im Prinzip fühlt sich das Spiel so ein bisschen so an wie ein Action-Rollenspiel à la Diablo, nur halt aus der Verfolgerperspektive. Also vom Skillsystem, vom Loot her. Schön, dich zu sehen. Oh, ja. Nicht jetzt, später. Ja, okay, Entschuldigung. Ich dachte, es ist gut, sich mit seiner Freundin zu unterhalten. Dann rede ich halt eher mit dem zukünftigen Schwiegervater. Der übrigens sehr sympathisch ist. Was ist mit dem Schmuggler? Hast du ihn vertrieben? Ja. Ich habe den Schmuggler vertrieben. Hier, der Beweis. Hm. Nicht schlecht. Freu dich aber nicht zu früh. Eine Prüfung steht noch aus. Welche? Du musst mir beweisen, dass du Ivy ernähren kannst. Also, jage 3 große, kräftige Hirsche und bring mir ihre Geweihe als Beweis. Ich habe keinen Bogen. Kannst du mir einen leihen? Nein. Du hast doch Beine und eine Machete. Zu meiner Zeit mussten wir Wildschweine mit den bloßen Fäusten erlegen. Ja, nee, ist klar. Ich schaff das schon. Wir werden sehen. Ich habe Ivy gesagt, dass sie dir das Tor zum Hirschhag aufsperren soll, wenn du den Schmuggler erledigt hast. Geh einfach zu ihr. Okay, jetzt müssen wir uns einen Bogen besorgen. Ich denke mal, Ivy weiß da vielleicht jetzt nochmal Bescheid. Was ist denn da oben? Ist das eine Satellitenschüssel auf dem Turm oder soll das so ein Sonnendach sein? Und? Hat dir Diego die Machete gegeben? Wie die da steht ich immer. Ich hab sie schon deinem Vater gezeigt. Was musstest du dafür für Diego tun? Ein paar Goblins töten. Das habe ich geschafft. Du hast ein paar Goblins getötet? Echt? Ja, und jetzt sind ein paar Hirsche dran. Wie willst du die Hirsche erlegen? Ich hetz sie einfach zu Tode. Das würde ich gern sehen. Du bist doch Jägerin. Kannst du mir nicht deinen Bogen geben? Geben kann ich ihn dir nicht. Das wäre gegen die Regeln, aber... ich habe ihn vorhin rein zufällig im Jagdturm liegen lassen. Dort kannst du ihn dir nehmen. Danke, Ivy. Warte, ich schließe das Tor für dich auf. Viel Spaß mit den Hirschen. Und wenn dir die Pfeile ausgehen, komm zu mir. Ich steck dir welche zu. Dankeschön, du bist wirklich hilfreich. Oh. Ja, und sie öffnen sogar die verschlossene Tür. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, das ist wahrscheinlich dieser Jagdturm. Oh, vielleicht kann man hier irgendwas plündern. Bogenständer. Ah, okay. Sehr gut. Was gibt's denn hier oben? Vielleicht eine gute Aussicht. Ne, Almas Bestes schon wieder. Aber sonst... Oh, vielleicht kann ich von hier oben direkt die... Oh, ich wundere mich gerade, was hier gerade passiert. Aber jedes Mal, wenn ich hier den Bogen spanne, hat hier gerade... Moment, ich probiere es mal gerade auf den Tisch. Mein Controller ist angeschlossen. Und... Ah, der vibriert jedes Mal, wenn ich den Bogen hier spanne. Okay, na gut. Ich glaube, ich sollte den mal vom Tisch legen. Oh, jetzt habe ich ihn auf dem Bein liegen. Naja, gut. Der erste Hirsch ist tot, den sollte ich auch direkt mal häuten oder das Geweih an mich nehmen. Wenn ich den Hirsch jetzt wiederfinde. Oh, was ist das denn hier? Uiuiui, jetzt vibriert hier erstmal mein Bein. Wenn ich den Bogen hier spanne. Ich glaube, ich muss mal gerade die Vibration hier ausschalten. Kann man das hier ausschalten? Ja. Tatsächlich hier nicht. Ah je, ich musste eigentlich den Controller ausstecken. Sonst habe ich ja jedes Mal so einen Lärm.
So, alles nehmen. Ja, wo ist denn der Hirsch jetzt eigentlich, den ich hier erlegt habe? Ist das der? Ja. Sehr gut. Aber es war jetzt nur Fleisch. Ach, das soll die jetzt einfach nur erlegen, oder was? Ja, okay, die sind tot. Ach, das Geweih, das fliegt mir automatisch ins Inventar anscheinend. Okay. Gut, dann laufe ich mal zurück. Auf jeden Fall, der Bogen ist schon gut, also... Aber beim Nahkampf vibriert da der Controller? Nee, überhaupt nicht. Und mich in Angriff... Wenn ich irgendwas treffe... Auch nicht, aber wieso denn gerade beim Bogen? Wie bekloppt. Dabei habe ich gar nicht ausgewählt im Menü irgendwie, dass er den Controller annehmen soll. Ja, muss ich beim nächsten Mal dann wohl ausstecken am besten. Okay, ach so, ich sollte vielleicht den Bogen an Ivy geben wieder. Wenn das geht, nicht das Chroma mir jetzt irgendwelche Probleme hier macht, weil ich den Bogen trage. So, deswegen gehe ich mal hier unten. Das ist anscheinend Ivy. Sie möchte nicht mit uns reden. Das kennen wir aus Gothic. Oh, mit Oro kann ich aber reden. Hast du den Schmuggler vertrieben, Hirte? Ja. Ja, ich habe den Schmuggler vertrieben. Hirte, warum hat Chroma dann von alter, schartiger Machete erzählt? Der Schmuggler hat einen Säbel! Du wirst mich doch nicht bei Chroma verpfeifen, oder? Keine Angst, Hirte. Oruk ist froh. Mit Schmuggler, Oruk macht Geschäfte hier im Dorf. Ohne Schmuggler, Oruk macht keine Geschäfte. Oruk mag's lieber mit Schmuggler, dankt dem Hirten für seine gute Tat. Ja, dank dem Hirten. Jetzt, später. Ich hab dich nicht angesprochen. Wow, du stehst da hinten und meckerst mich an. Okay. So, Chroma, du hast aber auch... Ich muss schon sagen, also deine Bude ist schon sehr schön eingerichtet und sehr persönlich und sehr charakteristisch. Sehr schön. Nun, hast du die Hirsche erlegt? Wo das wahrscheinlich eine Versammlungshalle hier ist. Hier sind die Geweihe. Sind sie dir prächtig genug? Das sind sie. Dann habe ich deinen Segen. Den hast du. Hier. Nimm dieses Relikt als Zeichen meines Einverständnisses. Was ist das für ein Relikt? Mein Großvater hat es vor vielen Jahren von Argan hierher gebracht. Dort soll es noch viele solche Relikte geben. Und es heißt, derjenige, der sie alle findet, wird Ruhm und Reichtum ernten. Mein Großvater hat immer gegrinst, wenn er davon erzählt hat. Warum? Nun, keinem wird es je gelingen, alle Relikte auf Argan zu finden. Eins ist schließlich hier, auf Fischir. Aber gut, bevor ich es vergesse, eins musst du noch tun. Noch eine Prüfung? Keine Prüfung, mein Sohn. Du brauchst einen Verlobungsarmreif für Ivy. Und ihre Einwilligung. Einen Armreif? Da rede ich am besten mit Halvin. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Tu das, mein Sohn. Ja, wo ist denn jetzt dieser Halvin? Halvin, jetzt muss ich wieder irgendjemand suchen. Steht er jetzt etwa schon da? Und? Ja. Hat Roma endlich eingewilligt? Okay. Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten. Red doch mal mit Oruk. Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Das würdest du tun? Klar, wir sind doch Freunde. Ja, okay, dankeschön. Dann rede ich mit Oruk. Jetzt wird es so langsam dunkel hier. Aber der Hahn kräht trotzdem. Hirte. Sag mal, Oruk, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte. Schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy.
Uruk ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab keins. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird Uruks Diener. Dann gibt Uruk dem Hirten den Bernstein umsonst. Oh, verstehe. Was soll ich für dich tun? Uruk liebt blaue Wulstlinge. Sie wachsen in einer Höhle mit Tür mitten im Hirschhag. Uruk geht immer selbst, um Pilze zu holen. Aber jetzt hat Uruk einen Diener. Der Diener nimmt den Schlüssel und geht ein halbes Dutzend Wulstlinge holen. Ja? Okay, dann hole ich dir die 6 Wulstlinge. Ich hol dir die Wulstlinge. Lauf, Diener! Lauf! Uruk hat Hunger! Wulstlinge ist auch so ein Wort. Alles gut? Okay, was hat er gesagt? Zum Hirschhag? Ich denke mal, das war da, wo ich die Hirsche gejagt habe. Da muss irgendwo dann eine Höhle sein. Deswegen schaue ich einfach mal hier oben nach. Ist das hier auf der Karte eine Höhle? Da ist nämlich so ein Schwein. Oh je. Okay, Gegner. Nee, ich möchte hier den Bogen. Ja, toll. Jetzt hänge ich hier in der. Ja, im Gebüsch fest. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile ich habe. Oder ob ich überhaupt hier Pfeile brauche. So, ja. Die noch plündern. Mhm. Schaut nochmal hier nach. Da muss man irgendwie ja hochkommen. Ah, das ist wahrscheinlich der Ausgang von ja, das ist. Genau, da komme ich wahrscheinlich dann irgendwie wieder raus. Muss ich hier vielleicht rein? Schauen wir mal nach. Also Kristalle gibt es hier auf jeden Fall schon mal. Blauer Würzling. Okay, ich bin hier richtig. Oh. Oh, das mit der Vibration, das nervt ja echt wirklich. Junge, also den Controller muss ich nächstes Mal wirklich abstecken. Ja, alles mitnehmen. Ui, da haben wir wieder ein paar Buschklopfer. Rüstung wäre wirklich mal schön. Eine neue. Vielleicht kriegen wir die direkt, wenn wir hier aus dem Anfangsgebiet raus sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, dass man manchmal am Ende von dem Kapitel oder so ähnlich, wenn man da war, dann hat man auf jeden Fall eine Rüstung sich aussuchen können. Ich glaube, Fraktionen anschließen ging halt hier auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber man kann auf jeden Fall unterschiedliche Rüstungen haben. Darauf freue ich mich in Gothic immer am meisten. Neue Rüstungen. Okay, jetzt sollte ich auch mal mich ein bisschen um die Wulstlinge kümmern hier. So, aber ich glaube, das mache ich dann nächstes Mal. Die Truhe hier plündere ich noch. So, ja, noch ein paar Hanfbandagen. Die sollte ich vielleicht auch mal ausrüsten und in die Schnellleiste ziehen. Denn essbares sind die ja, Hanfbandagen sind hier anscheinend essbar, aber ich meine, eine Rune ist ja auch unter Schriftstücke. Na gut, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Dann haben wir hoffentlich die Wulstlinge zusammen und können das Bernsteinamulett für Harwin zusammenstellen, um dann Gromas Zustimmung zu kriegen, um dann Ivy heiraten zu dürfen. Dann bis zum nächsten Mal.